1800 zum ersten, 1800 zum zweiten, 1900 das nächste Gebot. Winnetous Sachen gingen heute weg wie Whisky in einem Wildwest-Saloon. Für ein paar Silberlinge war hier aber nichts zu holen. Frust bei so manchem Fan. Ja, man ist enttäuscht. Man ist extra hergefahren, weil man unbedingt das Teil haben wollte und nun klappt es doch nicht. Mit den Messern fuchtelte Pierre Brice nicht nur auf der Leinwand rum. Der Film-Indianer sammelte auch privat viel spitzes Metall. So wie Rainer König aus Wandlitz, der heute einen Dolch eroberte. Die Aufregung ist vorbei. Man freut sich einfach nur, dass man so ein schönes Stück hat. Ja, und dann konnte ich eben auch noch mit seiner Frau sprechen. Und das war noch mal einer oben ruf, sag ich mal, zu dieser Auktion. Ich habe aber leider nicht erfahren, von welchem Offizier es gewesen ist. Ich dachte, dass ich da noch eine Information bekomme, aber ich konnte sie mir nicht sagen. Das Ding lag 40 Jahre auch bei ihr im Wohnzimmer zu Hause. Es ging den Menschen hier heute um Geschichten. Am liebsten die, die noch nie erzählt wurden. Ganz private Dinge halt von Pierre Brice und seiner Familie. Es ist eine entsprechende Teekanne aus der Familie von seinen Eltern, wo er selber auch sehr viel Tee getrunken hat und sehr ungerne diese Kanne losgelassen hat. Witwe Hella Brice, sie kam den Fans ihres Mannes heute wirklich ganz, ganz nah. Gerade habe ich jemanden kennengelernt, der die Silberteekanne ersteigert hat, die mein süßer Pierre, ja, jeden Morgen benutzt hat. Und da kamen mir die Tränen vor Freude, weil ich die Dame ganz lieb stark ins Herz geschlossen habe. Und das ist der schönste Punkt für mich, zu wissen, wo die Sachen hingehen und dass sie in gute Hände gelangen. Zur Stunde wird die legendäre Winnetou-Silberbüchse versteigert. Fünfstellige Summen sind wohl schon geboten. Morgen das letzte Exponat wird übrigens der Jaguar sein, der Wagen von Pierre Brice. Kostenpunkt? Werden wir sehen, wissen wir noch nicht. Mehr als 1500 Familienstücke und Filmrequisiten kommen insgesamt unter den Hammer. Ein Teil des Erlöses will die Witwe an die Initiative Dalai Lama Future for Children stiften. Für die meisten Brandenburger bleiben wohl von Winnetou jedoch nur Erinnerungsfotos.